Setz da hin und sei ruhig. Herr Bambaut, Pen Utzmich und P-Backboy, präsentiert euch die Spielung. Du quatschen, mach an hier und sitzt eine Schelle. So, klickst Daumen nach oben und kickst es bis zum Ende, sag ich dir, sonst klatscht es. So, du mach an die Kiste da. Und los! Los! Hude! Hude, Freunde, du! Hude, Hude! Hude, aufregender Tag. Hude, ist das aufregend da? Hude, ist das aufregend? Gestern. Du, hau mir einen Arm ab. Gestern Abend war gestern soweit. War es soweit. 22 Uhr, Berliner Zeit. Kam der neue Battlefield 5 Trailer, Freunde. Guckt. Ja, richtig. Jo. Ja, was soll man sagen, wa? Trailer hätte man besser machen können, definitiv. Ja, war mir persönlich ein bisschen sehr überladen. Und, mit der Frau halt, weiß ich halt auch nicht, was die im Zweiten Weltkrieg verloren hat. Also nicht böse nehmen, aber. Und dann mit der blauen Gesichtsbemalung war halt ein bisschen komisch. Und mit dieser Armprothese. Vielleicht nicht ganz so realitätsgetreu. Ja, wahrscheinlich. Was ja dann vielleicht auch nicht so schlimm ist, muss man ja abwarten, was letztlich dabei rumkommt. Interessanter waren für mich dann persönlich eher so diese Nebeninformationen, die man im Trailer nicht gesehen hat. Ja. So wie erzähl mal. Eigentlich jeder wiederbeleben, jede Klasse. Also man muss kein Medic sein, um wiederbeleben zu können. Genau, aber wenn du als Nicht-Medic wiederbelebst, dann hat der weniger Lebenspunkte, ne, der Wiederbelebte. Richtig, genau, der hat weniger Lebenspunkte, genau. Du kannst den wohl auch, deinen eigenen kannst du wohl auch aus der Gefahrenzone tatsächlich ziehen. Mhm. Da bin ich mal gespannt, wie das gemeint ist, ist mir schon klar, aber ob das Sinn macht, ob man das nachher tatsächlich denn nutzt oder ob man den einfach hingeht und den dann halt so, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich sag jetzt mal eine Adrenalinspritze vielleicht einfach nur in Arsch haut. Was ich mich ja noch gefragt habe, bei dem Takedown, da siehst du ja auch, dass die Frau den dann dran hindert, ne, und mit dem Cricketschläger irgendwie niederschlägt, ob man dann so einen Takedown unterbinden kann. Also wenn ich sehe, dass irgendein Kumpel von mir gerade... Das wäre so wie im vierten, da konntest du das ja selber machen. Wenn der dich von vorne gemessert hat, konntest du ja kontern und quasi das Messer demjenigen selber irgendwo rinhauen. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Ja. Das war ja im vierten schon, jetzt müssen wir mal schauen, wie das jetzt dann im fünften ist. Auf jeden Fall waren für mich die Informationen, die
außerhalb des Trailers gab, interessanter als der Trailer selber, um ehrlich zu sein. Wo man sich natürlich am meisten auf den Trailer gefreut hat eigentlich. Aber der Trailer, da haben sie halt auch versucht, wirklich alle Informationen oder alle drin zu packen, was die jetzt nicht irgendwie, wichtig ne? ist. Ja, aber was nicht, oder was halt nicht wichtig ist, finde ich. Weil man hat letztlich nur gesehen, was du halt schon kennst. Eroberungsmodus, Flugzeuge können kaputt gemacht werden, anstatt sie mal zeigen würden, ja, wie das halt mit dem Wiederbeleben funktioniert oder die Sunnies oder mit dem Wegziehen oder sowas. Das hätte ich eher denn lieber gesehen als... Na, was du halt gesehen hast, war dieser Takedown, ne, der unterbunden wurde von der Frau und mit diesem Kriechen, ne, war halt noch ganz interessant. Das haben sie ja auch ganz schön, so oft gezeigt. Hier, Munition für dich! Das ist halt. Später gesehen, halt das über. Ach so, Ditte meinst du, ja, wo er da mit der Pistole da auf dem Rücken liegt und. Ja. Jetzt weiß ich, ja. Und was ich noch ganz cool fand, war bei dieser Bombe, die halt da aufs Spielfeld. Also geflogen kommt, dass du dann von dieser Druckwelle nach hinten geschleudert wirst, richtig. Ne, anscheinend, ja, also da du bist dann wirklich. Ja, wenn das so ist im Spiel, wenn das nicht halt nur für den Trailer so gemacht wurde. Also ich hab das wohl, ich hab das da so ein bisschen verfolgt. Diesen ganzen Livestream, und ich glaube, da haben die jetzt auch erzählt, dass du halt wirklich diese Explosionen spürst und richtig zur Seite gedrückt wirst oder so dann auch. Naja, gut, das wäre mal was. Also, auch das hört sich nicht schlecht an. Ja, auf jeden Fall ganz interessant, ja. Dass man erstmal so ein bisschen aus dem Tritt kommt, Gleichgewicht, weil ich meine, jetzt hier ist es ja so, wenn du neben einer Granate stehst und nicht getötet wirst, dann hast du ja auf jeden Fall Pfeifs in den Ohren oder so, Pfeifen, aber das beeinträchtigt ja das Spiel jetzt nicht. Nee. Also, weder verschwimmt die Sicht noch, kannst du halt nicht so gut zielen oder was weiß ich nicht. Ach, scheiße. Und ja, viele interessante Ansätze. Und mal abwarten. Gibt ja bestimmt auch wieder eine Beta, soweit ich gesehen habe. War. Genau. Ich glaube, in 2 Wochen zeigen die auch erstes Multiplayer-Material dann schon. Das wird dann spannend, Freunde. Das wird spannend. Da können wir dann nochmal sprechen miteinander. Das wird spannend, ja. Da reden wir dann nochmal miteinander, wenn es soweit ist. Da reden wir dann nochmal genau miteinander. Also da müssen wir uns dann nochmal unterhalten. Ja, könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Genau, gerne mal eure Meinung. So, Erika, was hältst du davon dem Battlefield 5 Trailer? Ich glaube, Erik war ja eher für Battlefield Bad Company, neuer Teil. Wird richtig in meiner Erinnerung haben. Kann ich ihn verstehen. Mann. Wow. Läuft der hier rund? Ja. Also ein neuer Battlefield, also Bad Company 3 hätte mir auch definitiv besser gefallen. Aber grundsätzlich bin ich von hallo? Zweiter Weltkrieg. Ist schon okay, ist schon ganz cool. Ja, ich finde es an sich halt nicht schlecht. Aber ich hoffe halt, dass es nicht zu schnell ist und noch nicht zu überdreht, weil der Trailer sah halt wirklich, da sah das schon ganz schön schnell aus. Alles. Mann, ey, hier sind's ja überall. So. Jetzt muss ich mal. Das ist ja hier fürchterlich. Ja, natürlich. Natürlich, Haftmine. Ja. So, was machen wir denn jetzt? So, jetzt müssen wir mal ein bisschen aufräumen hier. Also sagt uns nochmal kurz dann, was ihr davon haltet von Battlefield 5. So, was ist euer Eindruck? Genau. Hier nehme ich mal mit. Mann, nun nimm mich doch, steig doch ein. Also, er muss ja auch denken, Mann, dass ich behindert bin. Du? Ja, weil ich da nicht reingekommen bin. Wir müssen das Ziel erobern! So, spielen wir mal richtig. Genug gequatscht hier. Kameraden. Mal sagen. Genau. Aber das muss natürlich sein, da kann man jetzt nicht einfach. Ja, kann man ja nicht einfach so. Ist es denn Battlefield 5 oder ist es Battlefield V? Wie? Wie? Also, weiß ich nicht. Was haben sie denn gesagt? Der ist dann im Stream. Beides. Gesagt, nee, der hat gleich am Anfang direkt gesagt, du kannst Battlefield 5 sagen. Kannst aber auch Battlefield V sagen. V wie Feldkrieg. V wie Feldkrieg, ja, genau. Ja. Na, einige dachten ja auch, dass das V für Vietnam steht, ne? Battlefield Vietnam. Das wäre natürlich auch mega geil gewesen, ja. Wäre auch nicht schlecht, muss man auch mal sagen. Also da wäre ich auch gerne dabei gewesen. Vietnam war... Da wärst du auch gerne dabei. In den 60ern, da wäre ich auch gerne dabei gewesen. Spielen mechanisch. Das war meiner Meinung nach damals das beste Add-on, was es gab für Bad Company 2.
Bad Company muss ich dazu hier Michael verpasst, weil ich bin ja erst so richtig eingestiegen bei Battlefield 3, kann ich mich noch erinnern. Das ist schade. Ja. Das ist schade. Allein na, wir haben es ja nochmal also auf dem PC, ja, haben aber, dann noch mal, ne, aber das ist ja nicht jetzt selber dann gewesen, später. Nee, richtig, aber damals, also Bad Company 2, das haben wir wesentlich viel lange gespielt, also das haben wir wirklich bis zum Kotzen, also da hatten wir dann irgendwann wirklich keinen Bock mehr drauf. So wie wir jetzt Battlefield 1 quasi, mit 480 Folgen. Ja, genau, aber ich glaube jetzt hier bei knapp 300 Stunden, ich glaube, da waren es knapp 1000 Stunden damals. Oh, also das war halt, weil du halt auch ewig gebraucht hast, ehe du irgendwann gelevelt bist und ja, das war halt einfach noch ein bisschen was anderes. Ich hab hier ein Moped, David, willst du mitfahren? Ja, wo bist du denn? Irgendwo bei F? A? Nee, achso, bei A. Ach, bei F? Okay, scheiße. Du kannst gerne zu A kommen. Kannst probieren. Richtung A. Ist das nicht der Punkt am anderen Ende hier von der Karte? Ja. Wo ist denn der scheiß A-Punkt hier? Der wird mir überhaupt nicht angezeigt. Naja, irgendwo bei B muss er sein. Ja, genau, du mich auch. Bei C da, also renn jetzt zum... Könnte ich so ja schaffen. Ja, schön, genau. Wie wahrscheinlich ist es das bitte, dass ich hier ins Moped... Ja. Bin tatsächlich gleich bei A. Ich hab's gleich geschafft. Ja, aber ich bin jetzt bei C. Oh, was sagt's doch gleich? Das hab ich doch gesagt. Das hab ich nicht so richtig wahrgenommen. Ich dachte nur, dann können wir ja zu C oder so. Hab ich so. Ich lauf jetzt in Richtung C, war mein so, genauer. Ich bin gleich bei C. Wo bist denn du hier? Da ist ein Panzer, sei vorsichtig. Ah, ja, da wird mir schon angezeigt. Und oh, raus. Jetzt hab ich den tatsächlich noch zerstört, den Panzer, yes. Sehr gut. Ach, bei D sind die schon. Bei D muss jetzt auch mal ordentlich spielen, A, B, C, E und F, genau. Mal zur Abwechslung nach 480 Folgen, ich bin auch mal ordentlich. 480 Folgen ist dann wahr. Nee, Mann, was ist denn hier los? Die Leute, man trifft die schon wieder gar nicht. Irgendwas stimmt hier mit dem Netcode schon wieder nicht, tut mir leid. Da, bei mir wird auch orange Symbol rechts angezeigt. Weil den habe ich ja eindeutig getroffen. Nee, 406 Folgen haben wir, glaube ich. Aber über 400 19. ist auch schon mal... Ja, ist nicht schlecht, ja. Aber du hattest irgendwas von 480 gefaselt, wa? Von paar ja, Tagen. Ich nur so gesagt da. Ja gut, aber wir sind ja an der 480 als an der 350. Na, no. Obwohl, sind wir nicht. 350 hat ja auch keiner gesagt. Eigentlich. Ja, das war Big jetzt einfach gesagt. Achso. Ja, mein erster Kill, glaube ich. Nee, du hattest vorhin schon irgendwo geguckt. Du bist so gut liegst schon. Das muss aber ein Zufall. Das muss, ja, hier ist ein Auto. Die schlägt er ja nicht an, weil wir waren. Wo bist du denn? Ach ja, bist du. Warte, ich komme zu dir. Nein, da steigt jetzt kein anderer mehr ein. Warte, nicht weiterfahren. Jetzt. Oh Gott, wo fahren wir denn hin? Ich muss erstmal Befehl geben. C? Fahr mal zu F. Okay. Ach ja, da hinten, genau. Verteidigt mal F, rechts, bitte. So, gerade rechts ist ein Panzer. Fahr mal links weiter. Links, okay. Oh. Ja, wenn wir genau auf den Panzer zu, ist doof, wa? Könnte scheiße werden, ja. Oh, der Armor Train ist hier auch. Müssen wir auch raus. Fahr mal hier noch hin, ja. Ich bin raus. Okay. Oh geil, was toll ist denn hier? Wir sind in der Taus, du Hirschkäse. Mann. Ja. Ja, der Hirschkäse. Sehr, sehr lecker. Oh, da steht einer, wo ich ins Fenster rein gesprungen bin. Geil. Können wir nur empfehlen. Schön mit einem Glas Weinchen. Für Veganer, ja. Ist für Veganer, ja. Aber ist doch vom Hirsch. Ja. Das war ein veganer Hirsch. Also von daher. Was sind die denn hier? Sind. Uiuiui, weg. Bist du das hier neben mir? Da war er, ja. Ich habe tatsächlich einen getötet. Wo machst du denn die Tür auf? Ich glaube, hier sind ganz viele im Umkreis, wa? Mhm. Da ist auch ein Panzer. Panzerzug. Ich hoffe, der hat mich nicht gesehen. Ah ja, der hält aber auch sehr viel aus, wenn ich dem direkt da die Kimme ins Auge drücke. Also unglaublich. Krass. Borderline Game NL und so ein Holländer, ey. Naja. Scheiße, Robert. Ich komm gleich. Bin gleich da. Bin hier immer noch bei F. Ja, ja. Mit der Ruhe hier, da bin ich doch schon.
Einer ist oben auf jeden Fall. Der eigentlich hätte tot sein müssen. Hier gibt's keine zweite Etage. In dem Haus, das hier, das nebenan das Haus. Dann war das ein anderes Haus halt. Was bist denn du? Sturm. Sturm, ja, gut, wo? Oh. Ja, ich hör's auch. Ja. Da ist er reingekommen. Nein, zu spät. Was, dich hat er noch erwischt? Ach man. Ja. Siehst ja, du, bei Battlefield 5 könnte ich dich jetzt wiederbeleben. Ja, das finde ich halt auch krass, wenn... Leben aber Bede, du warst schon wieder im nächsten, du warst in einem anderen Haus. Achso. Ja. Bei Battlefield 5, wenn da jeder alle wiederbeleben kann, frag mich, also hab halt irgendwie Angst, dass das dann zu viel wird, weißt du? Wenn man jetzt zum Beispiel in so einem Haus hier ist und da tötet einer 4 Leute, dann tötet man den Killer, dann kannst du ja alle wiederbeleben, obwohl du nicht Sunny bist. Könntest du ja jetzt als Sunny hoch, aber so ja, steigt die Chance, ne? Halt. Dass du das... Kriegt er nicht das volle Leben zurück. Naja, das stimmt, weißt, aber so wird halt der Teamwork ein bisschen gefördert, finde ich ganz ja nicht schlecht. Ja, also an sich schon. Also wenn das dann... Klingt so auf dem Papier so. Wenn die Leute das dann machen, ja. Wenn die Leute das dann machen, weil ich ja mal den Start hoffe. Oh. Hier, irgendjemand reißt hier das Haus ein. Ja, tot. Von draußen, ach ja. Meine Güte, spiel ich einen Piss Gott sei Dank. Hier. Oh, da oben, Alter. Hure. Der Schlangenclan. Ey, Schnacko. Der wird immer größer. So. Aber jetzt hier ist jetzt gerade der Panzerzug. Ah, gut, dass ich das spawne. Geil. Ja, noch vor dem Panzerzug. Ah ja, bin wirklich quasi daneben gespawnt. Spawnen wir bei B. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Nee, das war jetzt ganz dumm von mir. Hoch hier. Hoch hier. Vielleicht haben wir hier noch eine Chance, wenn ich mich einfach nur hier drin verstecke. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nö, nee, hab ich nö. Noch ewig zwar, aber. Naja. Ist jetzt auch nicht die beste Karte hier, wa? Nee. Schatten des Giganten. Da hockt ein Sniper da hinten. Vorsicht! Das ist einer ihrer Soldaten! Boah, da hinten sind die ganzen Sniper schon wieder, ey. Ich hab jetzt wirklich schon 4 Funzeln da gesehen. Bei F. Alle. Jetzt fährt er da lang, so ein Arschloch. Wir verlieren Einsatzziel E. Sind geschützt deaktiviert. Da die ganzen Sniper, ich glaub's nicht. Hat er nichts getroffen? Ist kaputt. Wie sie damit ihren. Fährt einfach fröhlich weiter da mit seinem Drecksauto. Was ist denn mit ihm hier los? Mit dem Flugzeug, du Hure! Jawoll! Krass! Hast du runtergehoben? Ja, geil. Der ist direkt... Nicht schlecht. Der ist so irgendwie nochmal aufgetippt auf den Boden. Oh. Und dann nochmal losgestartet. Was wer war denn das hier? Durchgestartet. Ah, naja, sie wirst ja im Video sehen. War auf jeden Fall sehr lustig. Da hockt ein Sniper wieder rum. Den ich natürlich mit der Hellriegel auf 80.000 Meter nicht treffen kann. Hol dich ab mit dem Moped. Ja, aber sei vorsichtig, die sind hier überall. Wo bist du? Panzer da hinten auch schon. Ich bin hier kurz vor F. Da kommt auch ein Panzer noch auf dich zu. Je nachdem, von wo du kommst jetzt. Von A. Ja, dann triffst du den vielleicht, wenn du Glück hast. Ja, ich glaube, er ist schon markiert. Und ich werde besnipert. Bei F bist du. Scheiße, ich habe keine Munition mehr dafür, ey. Da bist du. Ja. Aber ich würde hier nicht halten. Da ist ein Sniper irgendwo. Ich werde beschossen. Rein! Nein! Ich muss mich wieder hinlegen. Warte, ich renne jetzt einfach übers Feld. Weg, der ist doch oben im Dach irgendwo drin, die Hure. Nee, ist er nicht. Gut, alles klar, da hinten ist er. Tot die Sniper. Ja. Legt sich einfach nur hin. Huren.
Also ich habe ja in letzter Zeit hier nur noch ausgeglichene Killverlustraten irgendwie, ey. Ja, das, bei mir ist das auch nicht mehr so prickelnd. Nee. Aber ja. Muss jetzt, ja. Ja, und fast wieder direkt tot, ja, geil. Und tot? Und tot, ja. Wegsnipert wieder. Auch nicht schlecht. Naja. Ich halt nach wie vor. Praktisch. Und wieder weggesnipert. Ja, ich hoch. Wo ist er denn? Ach, genau hinter mir. Nee, war kein Sniper. Nee, ein Sunny, ja. Little Bisset. Ohne Bisset. Bisset. Jo. Jetzt brauche ich mal den Panzer hier. Was soll jetzt? Ist mal ein bisschen hier Yummy. Will ich auch machen. Naja, also hier. Dingskarte hier, Dingens, na, Schatten des Giganten, das ist immer noch eine Arschkarte. Ich dachte mittlerweile findest du sie sehr Ja, war auch beim letzten Mal, war ich eigentlich auch ja wieder ganz angetan, aber jetzt, muss ich sagen, nee. Den habe ich angeblich wieder überhaupt gar nicht getroffen, ist klar. Okay, wenn hier ins Auto. Nun fahr aber auch mal irgendwo hin. Nee, tut mir leid, das dauert mir schon wieder zu lange hier, da lauf ich. Ja. Nee, drauf? Ja, den habe ich. Sehr, sehr gut. Ja, geh auch gleich drauf. Ja, jetzt. Ein Glück ist gleich vorbei hier, ey. Das kann sich ja keiner antun. 6 zu 8. Ich ziel auch. Ja, habe ich auch noch. Geil, schön Abstauber. Und jemand tötet. Hier siehst Mann, du raus hier aus dem Panzer. Warum ziele ich denn so komisch? Muss ich runterstellen. Das ist ja übelst krass. Naken. Zeig nur. Ah, ich nehme wieder an, eine Petball drin, ey. Wo war denn das hier immer? 20, das ist echt. Den habe ich nicht getroffen. Na, das glaube ich aber nicht, dass ich den nicht getroffen habe mit der Granate. Wenn ich den nicht getötet habe. Dann kommst du auf die Beine. Hier deine Bandagen. Ich raste aus. Warum brenne ich denn hier überhaupt? Ich verstehe das nicht. Nein! Hö, muss der jetzt nachladen? Ich hatte noch. Boah, wie viele sind denn da? Die Haftmine, die hat er wieder von da hinten 10 Meter ins Haus geschleudert, oder? Ist die nicht, ey? Krass. Die Schleuderminen. Die Schleuderhaftminen. Ja, Heilung. Das ist nett, aber ich bin noch nicht da. Ich bin nicht da. Nee, nicht für dich. Nicht für dich, warum auch? Ich bin nie verwundet. Krass, unglaublich. Und wieder weggesnipert, Alter. Was ist denn los? Warte, ich komme, ich belebe euch wieder alle hier noch, kriege jetzt ein paar Punkte, bevor ich nochmal verrecke. Mich? Doch, dich belebe ich auch nochmal wieder. Von meiner mich? Ja. Von meiner Leiche steht doch direkt einer. Ist doch egal, mach sie fertig. Hab ich. Ja. Bin wieder tot und macht nichts, hab nur eben mitgenommen. Und ich habe wenigstens noch ein paar Punkte durch die Wiederbelebung bekommen. Ja. 6 zu 10, ne? Ja, so schlecht war ich schon lange nicht mehr. Ach, Quatsch. Klar. Ja klar, jedes immer. Na klar. Ach, wir haben über 12.000 Punkte. Jetzt eure Armee Jens, Robert. Mm. 16.000 Punkte habe ich so gemacht. Weiß ich nicht, wie ich das hingekriegt habe. Müssen die irgendwas gepatcht 16.000 haben. 16.000 voll der Pisser. Ja, du hast ja mehr. Du warst ja vor mir. In der Punktetabelle. Nee. Doch, eigentlich ach schon. Ach so, insgesamt jetzt. Mit ja, 16.000. Insgesamt. Ach so. Was ist das jetzt hier? Ach, Road to Battlefield, Ah, noch 9 Minuten, dann bin ich Stufe 99, David. Vielleicht schaffen wir noch. Du schaffst es noch bis 100. Ja, das ist das Ziel hier. Highlights, da sind wir natürlich nicht dabei, ja. Ja. 6 zu 10, naja. Das war nichts, das war wirklich nichts. Das war Murks. Ja. Na gut, dann sagen wir mal, ich sag mal, auf Video sehen. Und ich sag, bis Denver. Gut.